Nachrichten. Hm, ich frage mich, wo mein Pokémon steckt. Was, die Bären? Ich habe sie nicht gegessen, aber sag mal, hast du mein Pokémon gesehen? Mein Pokémon also? Vielleicht hat das ja die Bären gegessen. Also dieser Detektiv ist mir vielleicht einer. Ich habe zwar den Berg am Bären gesehen, aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mich mit den Bären zurückhalten. Hm, aha, ja. Kann jeder sagen, du hattest auch das Pech, in diese absurde Geschichte mit hineingezogen zu werden. Was? In der Lobby gab es eine riesige Menge Bären. Die hätte ich nie im Leben alle essen können. Ein Raffel. Hm, was hat der zu der ganzen Situation zu sagen? Ah, da ist das ja. Wo warst du denn? Ein Pokémon. Aha, aha. Ah, da ist das ja. Wo warst du denn? Ja. Raff, Raff. Was du, wer die ganzen Beeren gegessen hat? Um seinen Mund herum klebt eine große Menge Bärensaft. Hm, also war er in der Nähe, als der Verdächtige die Beeren gegessen hat. Haha. Hehehe. Nachdem ich alle Aussagen gehört habe, kenne ich nun den Schuldigen. Du warst es. Er war selbst. Der Täter sind Sie, Frau Tänzerin. Was? Wieso denn ich? Sie als Tänzerin bewegen sich viel und sind deshalb bestimmt immer hungrig. Also klarer Beweis. Aller Irrtum ist ausgeschlossen, denn mein Verstand ist so scharf wie die Lochstange eines Porentas. Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Sie sind doch ein Hochstapler. Wie bitte? Ich bin kein Hochstapler. Ich bin ein Meisterdetektiv. Was ist da? Ich gehe da mal vorhin. Bye bye. Okay, ciao. Viel Spaß jetzt, wie gesagt. So. Der ist doch total inkompetent. Klär du die Sache auf. Ich bin schockiert. Ich weiß nicht, wer da redet, aber wird schon passen. Ich soll die Sache aufklären, okay. Raffel? Ist dieses Pokémon der Täter? Nein, bin mir noch nicht ganz sicher. Was? Ich soll der Täter sein? Nein. Puh, das ist mein Schrecken angejagt. Ja. Denkst du etwa, ich bin der Täter? Nein. Gut, ich darf nämlich gar keine Bären essen. Ah, ja. Kann jeder sagen. Denkst du etwa auch, dass ich der Schuldige bin? Nein, wenigstens du kapierst es. Ah, Raffel wird schon gewesen sein. Der ist der Anzeige, der Bärensaft im Mund hat. Was? Raffel ist der Täter? Raffel? Oh, sie hat recht. Sein Mund ist ganz vollgeschmiert. Ach ja, das war der Hinweis. Ja, es hat ganz klar Bären gefressen. Tatsächlich, es ist völlig verklebt vom Bärensaft. Raff, raff. Was anderes habe ich von meiner Assistentin noch nicht erwartet. Hier hast du eine Belohnung dafür, dass du den Fall gelöst hast. Ein Meisterball. Also ich schreibe Meisterball anders. Ha, ausgezeichnet. Ich bin überglücklich. Nun denn, alle miteinander. Leben Sie wohl. Hey, stehen geblieben. Aha, ich weiß nicht warum, aber ich laufe ihm auch einfach mal hinterher. Raffel. Ja, völlig. Völlig peinlich ist ihm das Ganze. Danke, dass du den Fall mit den Bären gelöst hast. Ich habe Raffel ordentlich ausgeschimpft. Doch nö. Raff, aber trotzdem happy. Nice. So, was für ein Ding habe ich bekommen? Normalerweise würde ich ja eine Erklärung bekommen, wenn ich das Item noch nicht hätte. Ja, habe ich schon. Erhöht die Genauigkeit etwas. Okay, das habe ich jetzt zweimal. Na gut. So, Superfangpin. Perfekt. Okay, Fall ist geklärt. Fenster ist aufgedreht. Mein Job ist erledigt. Hallo? Diese unserer Tütox helfen hier beim Reinmachen aus. Aber anstelle von Trinkgeld freuen sie sich viel mehr darüber, mit Müll gefüttert zu werden. Nice. Ach ja. Ja, komm. Wisst ihr, wie sich's viel leichter arbeiten lässt, wenn der Fernseher aufgetan ist? Ciao. So. Hier war ich drin, mit dem habe ich geredet. Passt, dann war ich hier überall. Da haben wir noch so eine Großlinse geholt, eine zweite, die ich nicht brauchen werde. Aber gut. So, dann war ich hier überall. Wo wollte ich noch hin? Ich habe keine Ahnung. Ich patrouilliere in der Stadt. Viel Glück dabei noch. So. Hallo, wie groß ist die Stadt? Muskeln sind der Schlüssel. Wenn die Muskeln ordentlich Wärme produzieren, lässt einen Kälte kalt. Mhm. Wenn dein Pokémon im Kampf eingefroren wird, sieht schlecht aus für dich. Dann kann es sich nämlich nicht mehr bewegen. Also was? Route 9? Nö. Einem gut dabei. Na, Route 9. Okay, da geht's der einzige Weg. Da oben ist natürlich noch die Arena. Dann geht's Route 9. Und hier ist die nächste Stadt, Spikeford. Und dann geht's auch schon hier rauf zu. Ah, nein, dann geht's hier hin, zur letzten Arena. Und dann geht's hier rauf, Siegerstraße und so ein Zeug. Puh, okay.
In kalten Städten braucht man einfach Feuer-Pokémon, findest du nicht auch? Dank Thermoport ist mir immer schön warm. In kalten Städten passen Eis-Pokémon einfach am besten, oder? So wie Snomnom zum Beispiel. Jo. Wo ist der Salon? Ich will natürlich meine Frisur nicht ändern, aber... Achso, nein. Brauche ich auch nicht zum Schalter gehen, wenn ich die Frisur nicht ändern will. Wenn ich mir eine neue Frisur zulege, dann aktualisiere ich auch meine Liegekarte, aber ich kann mich einfach nicht für eine Frisur entscheiden, deshalb ändere ich die ganze Zeit alles hin und her. Sitze. Die gleiche Frisur kann je nach Person einen völlig unterschiedlichen Eindruck machen. Das stimmt wohl. So. Bald fertig bei dir läuft's. Ich weiß nicht. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass es wirklich jetzt ratzfatz. Dass es jetzt ratzfratz geht und ich das Spiel schnell beenden kann. Ratzfratz. Okay. Das ist es nicht mal. Aber egal. Mal schauen. Ich hoffe nicht, dass es schnell vorbeigeht. Brrr. Hier gibt es genug Schnee und Eis für Schnäppke zu essen. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob es sich zu Finanto oder Frostedy entwickeln wird. Frostedy ist werbelig, glaube ich. Und muss man da nicht noch irgendwas machen? Das zusätzlich, bin mir nicht mehr sicher. Das muss auf jeden Fall werbelig sein. So, hi. Das muss ein so richtig krasses Erfolgserlebnis sein, wenn man seinen Pokédex vervollständigt. Oh, habe ich vergessen, im anderen Haus den Fernseher aufzudrehen, aber hier. Hier vergiss es nicht. So. Noch ein Haus. Hier ist eine Boutique. Da schauen wir gleich mal wieder rein. Da war ich hier ewig wieder, stundenlang, bis ich da wieder was Neues gefunden habe. Ich liebe es, mit meinem Pokémon eine Schneeballschlacht zu veranstalten. Okay. Wenn es warmen Schnee gäbe, könnte man noch viel mehr draußen spielen. Das stimmt eigentlich. Dann würde ich viel lieber draußen umlatschen. So. Hier. Fernsehen. Im Fernsehen gibt es sicher irgendwelche Sendungen, wo es warmen Schnee gibt. Schaut da mal rein. So. Jetzt wird's ernst. Das Boutique. Ich will unbedingt Kleidungsstücke finden, die unterstreichen, wie niedlich meine Pokémon sind. Okay. Hört sich gut an. Und ihr zwei? Ich habe eine hohe Körpertemperatur, deswegen reicht mir leichte Kleidung. Ach ja. Ein Jackett würde diese breiten Schultern gut zur Geltung bringen, oder? Breite Schultern. Ich habe keine breiten Schultern. So. Ich suche nach was Bestimmten. Gibt es hier Kleider? Ah, hier gibt es so abwechselnd mal Kleider. Ich habe es bis jetzt noch nie. So, Punk-Shirt. Mal die Jacke kurz weg. Mein Dingens. Mein Controller ist aber immer noch nicht leer, obwohl er jetzt schon dreimal gesagt hat, dass sowas leer ist. Naja, passt. Punk-Shirt, das ist ein bisschen punkig. Das gefällt mir. Weiß natürlich nicht. Was war ich jetzt gerade nochmal? Ach ja, pink. Kannst du natürlich auch direkt so lassen, aber... Ich finde an, das ist besser. Punk-Shirt, der Stauner. Gegenstoß, Nachtnebel. Hey, ist der Hopp drauf auf dem Level? Hey, was? Kommt der da dazu? Punk-Shirt, Grimasse, Hemd mit Dreiviertelärmeln. Okay, es gibt ein pinkes Punk-Shirt. Shit. Okay, sehr klar, dass es hier so fette Flaschjacken gibt hier in das im Eisgebiet. So, Hosen gibt es überhaupt keine. Das könnte natürlich auch passen. 52.000 Dollar, aber na gut, ja, habe ich ja, also nicht so schlimm. So, das in Pink, da bin ich mal sehr gespannt. Kannst du mal kaufen, wenn es nicht gefällt, dann kann es wieder umändern. So, mit Jacke. So, dann passt das Muster mit dem von Mocksack ja gar nicht mehr dazu. Keine Ahnung, muss ich schauen. Dann gibt es hier noch ein paar andere Farben. Okay, das ist ja das Einzige, was es gibt. Ganz normale Sneaker mal statt den Stiefeln, aber die Stiefel passen eigentlich ganz gut. Komische Mustern, Pokébälle, ach ja, jetzt sehe ich es auch. Okay, das ist natürlich auch. Die da oder die da? Ich glaube, ich bleibe trotzdem bei denen. So, Rucksack. Ne, da passt der komische mit den vielen Farben aber eh ganz gut. Okay, mein Controller ist tot. Moment. Jo, Controller ist hier nicht. Ah, die Batterie ist leer. Danke, dass man das 2 Sekunden später, nachdem mein Controller hin ist. Danke.
Dann halt original. Cola, wenn es nicht anders geht. So, jetzt müssen wir wieder umgewinnen. Ein bisschen. So. Nee. What is in date? Fliegermütze. Naja, eher nicht so mein Geschmack, würde ich sagen. So, Sonnenbrillen. Für Brillen bin ich eh nicht so zu begeistern. Handschuhe mit Motiv, ewiger Schlaf. Okay, Unruhestifter. Okay, ja, das erkennt man eh nicht so unbedingt. Brauche ich also nicht. Okay. Das wäre halt ganz schlicht, aber nee, aber ich glaube, warte mal. Ja, also sonst gefällt mir eigentlich nichts. So, ist das besser als das vorige? Nein, oder? Ach ja, grünes Shirt Pink. Genau. Dann Hose muss ich wieder wechseln zu dem Tartan-Muster-Dingens. Und das war's eigentlich schon. Ja, schaut auf jeden Fall besser aus. Jo. Habe ich das halt jetzt auch. Aber ist ja egal. Ja, sehr gleich wie vorher. So. Okay. Ja, das schaut besser aus. Okay, jo, passt. Habe ich zwar Geld ausgegeben. Mr. Rabenkralle, hallo, falls du noch da bist. Ich weiß nicht, wie lange das Text jetzt gestanden ist. Also nämlich Kontrolle wechseln müssen und so. Drachen-Pokémon sind schwach gegenüber dem Typ Eis. Sie sind wohl sehr kälteempfindlich. Was sieht wohl so aus? Was ist denn hier los? Ich muss hier ziemlich viele... Warte, wow. Die Arena-Challenge hat sich gewendet. Also das bist du, ja. Mit dir habe ich schon geredet. Der Sternboden ist kühl, deswegen sammelt sich darauf schnell Schnee an. Sammelt sich darauf schnell Schnee an, meine ich natürlich. Was haben wir hier Schönes? Das Speer. Okay. So, vor 2 bis 5 erst Spitzen auf das Ziel ab. Yeah. Ich war mir sicher, dass ich den Kampf verlieren würde, doch dann hat mein Pokémon plötzlich einen Volltreffer gelandet. Wow, das ist eine tolle Geschichte. Man kann auf Kämpfen noch so gut vorbereitet sein. Am Ende entscheidet doch oft das Glück. In dieser Therme soll der Held seine Wunden geheilt haben. In dieser Therme soll... Also... Es gibt viele, die sich an Pokémon-Kämpfen erfreuen, ohne an der Arena-Challenge teilzunehmen. Es gibt auch Leute, die überhaupt keine Kämpfe austragen. Was? Dies ist die historische Heroentherme. Der Held will einst in ihr gebadet haben, um seine Wunden zu heilen. Okay. Ist das eine Bildkarte, das auf dem Relief abgebildet ist? Möglich. Das ist auf jeden Fall ein komplettes Muster. Und, ach so, das ist dasselbe. Okay. Welche Pokémon sind in deinem Team? Drachenmeteor ist die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Soll ich sie an deine Pokémon beibringen? Schauen wir mal. Hey, dann setzt du gleich mein Team. Das ist ja unpraktisch. Gut, dann will bitte aus welchem Pokémon ich die Attacke beibringen soll. Okay, ich kann nicht sogar die aus den Boxen auswählen. Scharfax direkt. Ja. Also siehst du jetzt nicht ganz, aber Liberlo, Klicklack, Gelatropo, Scharfax, Pelzebub und Pupita, genau. Aber die sind das nur zum Trainieren. Das sind nicht meine Pokémon, die ich jetzt wirklich im Team haben will. Ich will halt Pokédex vervollständigen und so. So, Dracometeor ist nicht Angriff, oder? Dracometeor ist Spezial. Nee, also dann nicht. Weil ich habe doppelt so viel Angriff wie Spezialangriff, also ja, nicht erlernen. Verstehe, manch einen kann so eine mächtige Attacke auch schlichtweg überfordern. Ja, ich bin total überfordert. Massi sollte man als Challenger aber auch nicht unterschätzen. Hä? Hey, die reden über mich. Wir haben es zwei Challenger angetan. Hop und Mary. Setze. Das ist das reinste Paradies. Okay. Oh, da liegt ja was. Eine Dose Limonade. Ja, das ist aber recht. Das ist wirklich das reinste Paradies. Wahnsinn. So. Aber. Beruhig dich mal. So. Hier war ich noch nicht. Ich war auch noch nicht hier unten. Oh, hier kann ich nichts machen. Da kann ich auch nicht rein. Hier kann ich eine Pokébuppe holen. Okay. Hier ist noch ein Snom-Nom. Dann komme ich wieder hier rauf. Okay. Puh. Ganz schön kompliziert diese Städte hier. So. So, hier liegt auch was.
Ein Schneeball wird der Träger von einer Eisattacke getroffen, stärkt seinen Angriff und das Atem verschwindet. Ah ja. So, hallo, mein Kloptopus war gerade im Thermalbad. Sein Körper ist jetzt mollig warm. Kloptopus, ja, okay. Kenne ich noch nicht. Die Heroentherme. Ich habe gehört, diese heiße Quelle gibt es schon zu Urzeiten. Gab es schon zu Urzeiten oder irgendwie so. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ah, hallo. Inferno-Pot begrüßt mich hier. Sehr gut. Ah, das ist ein Inferno-Pot. Okay. Das Essen hier ist so lecker, dass es sich lohnt, einen Umweg zu machen. Einfach nur, um hierher zu kommen. Wer richtig ein Fass tragen will, muss reichlich essen. Du redest beim Essen über die Arbeit. Willst du dir deine Mahlzeit verderben? Wirklich. Hallöchen und willkommen beim bei Lecker Paul. Unser Steakhouse verlässt keinen Gast hungrig. Unser Steakhouse verlässt keinen Gast hungrig, ja egal. Das ist ein toller Wandteppich, stimmt's? Ich habe ihn auf einem Antiquitätenmarkt ergattert. Wow, dort hängt der Wandteppich. Kann es sein, dass du ihn irgendwo schon mal gesehen hast? Nee. Das ist perfekt gebraten, das ist saftig und hat Biss. Der Koch verdient ein großes Lob. Wahnsinn, von so einem kleinen Racker, das bedeutet dem Sieger sehr viel. Ich sehe es gern, wenn meinem Jungen das Essen richtig schmeckt. Der sieht so glücklich aus. Darf ich da dazwischen, damit ich mit dem Typen reden? Okay, dann halt nicht. Ich kann mit dem Typen da hinten nicht reden, glaube ich zumindest. Ich probiere auch den Pokédex zu vervollständigen. Ja, nice. Das macht Spaß. So, und was direkt im Abenteuer macht, dann ist es umso besser. Was war ich da unten jetzt schon an? Der Arena-Challenge neigt sich wieder zu. Ja, nein, da in den Häusern war ich noch nicht drinnen. Ich wollte mir die Haare eigentlich nur ein klein bisschen kürzer schneiden lassen. Das ist, ja, ein bisschen kürzer. Kommt darauf an, wie lange sie vorher waren. Wenn sie vorher schon sehr kurz waren, dann Mission geglückt, würde ich sagen. So. Dem habe ich schon geredet. Ich habe es mittlerweile aufgegeben, habe ca. 320, aber die letzten ziehen sich so unfassbar. Ja, das glaube ich. Am Anfang ist leicht, weil da halt auf jeder Route 4-5 neue Pokémon sind. Das ist schon seltsam, wie sehr einen das Flackern einer Flamme beruhigen kann. Wisst ihr, was ich auch beruhigen kann? Das Flackern eines Fernsehers. Haha, So, mit dir habe ich schon geredet. Lalala, blablabla. So. Hallo. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich habe früher mal die Arena-Challenge abgeschlossen. Wow, das ist meine Lieblingsterm. Willst du sie auch mal auf deine Pokémon anwenden? Klar, Eissturm. Cool. Eisattacke, die gegnerischen Pokémon Schaden zufügt und ihre Initiativewert steigt, senkt. Ja. Wenn du eher technische Platten sammelst, dann untersuche am besten Pokémon-Nester in der Naturzone und mach bei Dino-Raids mit. Okay, vielen Dank. Dank deinem tollen Geschenk. Mach ich dir auch ein Geschenk und rede in den Fernseher. Ich habe gerade 360 Pokémon. Wow. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt überhaupt. Ich glaube, jetzt wieder ein neues da ganz unten. Sind etwas ganz unten? Nein, doch nicht. Sortieren, Nummer. Und boom. Dabei gibt es bei mir 395. Ah ja. Wie viele es noch gibt, weiß ich nicht. Catchester, Damage Start. Doch, jetzt bin ich wieder hier. Okay, das ist Pokémon Center. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, cool. Pokémon Center. Ich habe nicht gekämpft, oder? Ich war nur shoppen. Ach, ich habe auch nicht geheilt. Stimmt, ich habe ja Leber eingesetzt und so. Okay, dann heilen wir trotzdem mal kurz. Den habe ich schon geredet. Was habe ich gemacht? Warum hat mein Kicker 10 KP verloren? War ich nicht gerade erst im Pokémon Center? Okay, ich bin überfragt. So. Die Belohnungen, um hier keinen zu spoilern, lohnt es sich schon. Ja, ich weiß, was die Belohnung ist. Also eine davon zumindest. Ich weiß nicht, ob es da mehr gibt. Schnee, ich liebe Schnee. Oh, ja. So, dann können wir endlich hier rauf latschen. Na, endlich. Gesundheit ist für Menschen und Pokémon das Wichtigste. Ja, ja. Ich schaue mir die Kämpfe des Arena-Leiters immer auf dem Monitor im Stadion an. Nice, und ich setze mich hin. Ich brauche am meisten die Pokémon von Schild. Ja, die werde ich dann noch brauchen. Snomnom. Gesundheit, bla bla bla, komm, geh aus dem Weg. Quatsch ist das Stadion, sonst wird deine Gesundheit gleich. Dingens in Gefahr sein. So. Wow.
Das hat ein bisschen zu lange gedauert. Tipps für Trainer. Dein Pokédex, die im Pokédex empfohlenen Pokémon-Arten ändern sich täglich oder dann, wenn du alle Pokémon auf der Liste gefangen hast. So, was hast du noch zu sagen? Die Kälte drückt auf meine Stimmung. Da hat Flampion es deutlich besser. Es speichert nämlich umso mehr Kraft, je kälter es ist. Wow. Puh, und jetzt geht's los. So, manche kann man durch Online-Raids bekommen oder durch Server-Traden. Ja. Rotom, ich weiß nicht, wo man Rotom herbekommt, aber das habe ich durch den Zaubertausch schon bekommen. Oh Mann, ich habe gerade eine riesen Platte heimgefahren. Was? Meine Strategie gegen Gesterns-Pokémon war wohl doch nicht ganz das wahre. Ach, Stern-Pokémon gibt's da, ich dachte erst. Dabei hatte ich sie mir doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt. So ein Mist, hier hast du die Liga-Karte des Arena-Letters gegen den ich gerade verloren habe. Wirf das einen Blick darauf, bevor du dich der Herausforderung stellst. Liga-Karte von Mac, ja, der erste hast du ich. Geil. Mark gegen Mac. Ich muss mir dabei überlegen, was ich an meinem Team ändern kann, um zu gewinnen. Das Wichtigste ist wohl, dass ich mit mehr Selbstvertrauen in die Sache rangehe. Oh ja, und nicht direkt zur Kamera gehst. Das wäre auch nicht schlecht. Hey, ich bin's, Balduin. Für jemanden wie dich, dessen Schicksal unter einem Wunschstern steht, habe ich genau den richtigen Ball. Hier bitte sehr. Ein Mondball. Pokémon leichter fangen, die sich durch Mondstein entwickeln. Der Mondball lassen sich Pokémon leichter fangen, die sich durch Mondstein entwickeln. Das ist schon faszinierend, was so alles in einem Pokémon steckt, oder? Jo! So, muss ein bisschen Luck haben, um sie zu kommen. Yep, aber spätestens an Zazamenta oder Zakian scheitert es, wenn man keinen Freund hat, der andere Edition hat. Also das da, die Schild- und Schwert-legendären Pokémon. Hey, die habe ich doch in den Nachrichten gesehen. Mich? Um Pokémon gegenüberzutreten, gegen deren Typ man im Nachteil ist, braucht es mehr als Mut. Mehr als Mut. Ah, okay. Man muss sich vorbereiten und eine gute Strategie entwickeln, um zu bestehen. Okay. Hey, das ist die in letzter Zeit für Aufregung sorgt. Hey, die redet über mich. Nur weil das Ende in Sicht ist, darf man nicht nachlässig werden. Nö. Ein Kampf in einer Stadt, in der es schneit. Fast so, als wäre das Wetter auf meiner Seite. Stimmt, schneit. Ich könnte natürlich ein schneller Topper verwenden, aber das hilft nix. Also kämpfe ich jetzt gegen Stein-Pokémon oder was? Ich meine, da kann ich immer noch Stahl verwenden. Oder hier eine Kampfattacke, aber das funktioniert nicht so gut. Klick-Klack, du bist meine erste Wahl hier erstmal. Ich habe keine Ahnung, wie es laufen wird, klar natürlich. Aber egal, so. Ja, bitte mal kaufen. Falls ich wenig KP heilen muss, sollte man mal wieder ein paar Supertränke. Na komm, gib her. So. Ja, bei den legendären Pokémon wird es halt was. Aber ich habe eine Freundin, die Schild hat. Und die wird mir schon die ganzen Items geben. Die ganzen Pokémon meine ich. Gibt es auch Knapfel, das irgendwie nur. Wofür man ein Item braucht, was es halt nur in einer Edition gibt. Das heißt, man kann nur eine Entwicklung kriegen, wenn man nicht tauscht. Aber darum geht es ja in Pokémon, also finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. So gut, ich bin ready, würde ich sagen. Willkommen, Arena Challenger. Möchtest du in unserem Arena-Stadion antreten? Jo. Dann bitte ich dich zuallererst, da drüben in dem Kleiderbein eine Uniform anzuziehen. Das haben wir schon so oft gehört, darum lese ich das einfach mal schnell vor. Da liegt der Vorteil als Streamer. Ja. Naja, fürs Folgen übrigens, vielen Dank, Mr. Rabenkralle. Ganz vergessen hier zu sagen noch. So. Und dank dir und natürlich meinen anderen 49 Followern, habe ich jetzt gerade das coole Achievement gekriegt, dass ich jetzt 50 Follower habe. Also danke an alle, die hier schon gefolgt, die mir schon folgen. Genau. Ohne euch hätte ich nie 50 Follower. Was eigentlich logisch ist, aber ich sag's einfach mal kurz. Hier, nimm diesen Fallgrubendetektor. Den brauchst du für die Arena-Mission. Okay. Also was? 50 Follower und ein Fallgrubendetektor. Was kann man sich mehr wünschen? Stern. So. Da geh ich schon rum mit meinem Fallgrubendetektor. Das war ja früher mal der normale Detektor, den gab es ja schon mal, der Item-Detektor, da musste man auch so rumgehen und dann hat das immer so rumgeblinkt, wenn man Dings gehabt hat. Green der TV, auch vielen Dank fürs Folgen, du bist der 51. Follower. Dir auch vielen Dank.
Du warst zwar nicht unter den ersten 50, aber der 51. ist sowieso immer der Beste. So, nun dann, soll ich dir die Regeln der Arena-Mission von Cutchester erklären? Bitte, unbedingt. Ich habe so komische zwei Dinger in der Hand und weiß nicht, was ich damit mache, meinem Gesichtsausdruck nachzuurteilen. Gut, dann habe ich ein paar erklärende Worte zum Fallgrubendetektor für dich parat. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Während solch eine Fallgrube plumpst, wird zur zuletzt erreichten Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, je näher du an einer Fallgrube kommst. Dann viel Erfolg! Okay. Gut, dass ich jetzt den Originalkontroller habe. Kannst du mich hören? Versuch den richtigen Weg zu erspüren. Ja, das Leute, die irgendwie den... Okay, da ist ein Loch vor mir. Ja. Ich sollte vielleicht zuerst schauen. Bevor ich einfach weitergehe. So. Also hier nicht und rechts nicht, links nicht meine ich. Darf ich da jetzt? Geht immer so ein bisschen nach oben. Okay. Na, hast du dich schon daran gewöhnt, in Kirchester Stadion herumzulaufen? Nein, noch nicht. Mein Controller, beziehungsweise Arena-Trainer Ina. Weil die geht immer ein bisschen so nach oben. Nach schräg links oben. Wenn ich nur nach links drücke, habe ich so das Gefühl. Das macht mir ein bisschen zu schaffen. So. Ja, ich hätte vorher noch ein Level-Up gehabt, aber obwohl, die sind eh schlechter als die in der Wildnis vorher. Die in der Wildnis waren Level 41. Das sind Level 38, also. Diese Aufgabe ist nervig. Ich bin schon einmal ins Loch gefallen. Und zwar nach dem fünften Schritt, also kann ich mir gut vorstellen. Sehr effektiv. So, ja, das sehe ich wenigstens mal. Und Level-Up direkt für Schildertropper auch direkt. Okay, cool. So, komm, klick, klack, entwickel dich bald mal, bitte. Du hast im Kampf so selbstsicher gewirkt. Jetzt geht mir ein Licht auf. Mein Trinken. Sieht sich am meisten, da hast du recht. mal schauen. Okay, nach links geht's. Haha. Das geht nicht nach links. Tschüss. Das war anders überlegt. Jetzt geht's nach links. Nein. Sind da Items versteckt, frage ich mich. Nein, hör auf zu gehen. Okay, da geht's nicht weiter. Okay. Was bedeutet dann, jawohl, ich muss hier irgendwo durch. Hier nicht? Hier. Yeah. Ah! Ich renne einfach. Und jetzt sehen wir, wo überall die rum waren. Alles klar. Na gut. Genau, weiter so. Atme tief ein und konzentriere dich. Okay. Nur wieder Tipps. Aber man muss kommen die beiden Tränen vorbei, nehme ich mal an. So. Geradeaus. Easy. Ich weiß halt nicht, wie groß die Löcher sind. Okay, aber hier sind überall welche. Passt. Okay, ich gehe ja schon da unten lang. Okay, noch nicht. Na? Hä? Drück dich. Hier auf jeden Fall nicht. Hier auf jeden Fall auch nicht. Aha. Der geht immer so komisch. Habe ich so das Gefühl? Okay, ja, das hat ja zur richtigen Arena-Mission hierher gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ah, okay. Das macht Sinn. Hm, das nicht. Nö. Weil mir das auch ab und zu so kleine Löcher sind. Puh, ist wohl nervig. So, nichts geht über Gesteins-Pokémon. Sie sind einfach die allertollsten aller Pokémon. Sagt uns Arena-Trainer Caroline. Castellit, Käfer und Stern. Wie schaut's da um? Ah, hier ist effektiv verkannt. Ne. Ne. Leider nicht. Gut, Quatschere.
Das macht mir nichts aus. Ladungsstoß trifft der eh auch, also. Alles gut. Dafür gehen die Tempel schneller. Bei mir zumindest. Hast du gesehen, wie toll sie sind? Wer? Also Stern-Pokémon. Ja, ja. Hab schon wieder vergessen, was übergegangen ist. Kann ich einfach nach rechts gehen? Hab's gedacht? Nö. Hallo? Warum nicht? Ei, also. Warum kann ich darauf gehen, wenn es der falsche Weg ist? Hallo? Das sieht mir nicht. Wow, Wissenswertes für Mac-Fans. Teil 1. Er zieht sich super an und sieht einfach klasse aus. Na, okay. Arena Christopher. Nein, er ist kein Arena-Leiter. So, Feuer und Stahl. Feuer und Stern meine ich. Tja, Klickskuss natürlich. Ich will jetzt Dings. Vielleicht kann ich ihn paralysieren. Nö. Mit die Kraft, okay, wenn ich jetzt kein Feuer attacke. Dann ist alles in Ordnung. Oder auch nicht. Angriff, Verteidigung, Angriff, Verteidigung, Initiative steigt. Yay. So. Klickskuss ist jetzt aber. Okay, Tarnsteine. Ich will ja eh nicht tauschen. Komm, lass das. Okay, das macht noch weniger. Ich hätte wohl doch bei Ladungsstoß bleiben sollen. Na, schon ein bisschen stärker dann Antikraft, aber. Okay, wenigstens paralysiert, dass ich anfange. Danke. Wenn das schon echt aufgeht hier. So. Passt. Nee. Wissenswertes von MacFans Teil 2. Es ist nicht nur stylisch, sondern auch charmant. Eher, warum sage ich mal S? Von wem rede ich da? Von was rede ich da, meine ich? Hey, du bist eine Fallgrube, sagt mein komischer Detektor. Wissenswertes von MacFans Teil 3. Er ist mega beliebt bei den Frauen. Oh Mann, ich will auch so werden wie er. Und ich erst? Ja. Aber dazu später. Du machst mich nicht fertig. Du weißt, dass ich am richtigen Dampfer bin. Ich hoffe, das ist der letzte Bereich, wo ich das hier machen muss. Ich glaube, ich kenne mich nicht. Ich kann das nicht genau sagen, wo der mich jetzt hinschickt. Weil ich immer ein bisschen schräg stehe und dann detektiert der schon ein Loch und dann. Puh. Sieht aber so aus, als wäre das der letzte Teil gewesen, weil die Treppe hier nach oben geht. Ah nein, da gab es ja vorher eine Treppe nach oben. Shit! Du wirst jetzt weniger sehen können. Du wirst weitergehen müssen, auch wenn du nichts siehst. Geil, ich sehe nichts. Yay! Genau, das habe ich mir noch gewünscht hier bei der Arena Challenge. Gibt es hier überhaupt Locker? Ah ja. Ich dachte, das wäre so super cool, dass ich gar keine Luft habe. Okay, tschüss. Nein, doch nicht. Okay. Wolltest du sowieso hier nach rechts gehen? Das ist aufregend, oder? Total. Hallo, ist da jemand? Nein, okay. Kein Trainer hier.